So, liebe Zuschauer, nur noch 0,2% Wachstum in Deutschland. Wächst hier überhaupt noch was? Aber hallo, Freunde, der Parteienmarkt zum Beispiel. Am letzten Wochenende frisch gegründet Hans-Georg Maaßens Werteunion. Eine neue Partei, die keine Brandmauern zur AfD möchte. Ja, keine Brandmauern wollen die. Also, ja, eigentlich ist es eine AfD minus Putin-Begeisterung. Aber während die AfD sich neuerdings über Social Media und so an jüngere Wähler ranwanzt, setzt die Werteunion konsequent auf ältere Herren mit zu viel Tagesfreizeit. Ja. Aber wirklich, die Tatsache ist, wir haben immer mehr rechte Parteien. Man blickt gar nicht mehr durch. Friedemann Weise hilft da gern. Welche rechte Partei passt zu mir? Heute die Werteunion. Ein neuer, hungriger Player auf dem Markt der Protestparteien. Die Werteunion, die Partei mit der Geldklammer als Logo. Letzten Samstag erst gegründet auf einem Ausflugsdampfer bei Bonn. Hier dreht sich der Kahn gerade, weil alle zu weit rechts stehen. Als Chef wurde Verfassungsschutzpräsident Maaßen gewählt. Oder, wie es in den Nachrichten hieß, die rechtskonservative Werteunion um Ex-Verfassungsschutz... Nee, Faschoschutzpräsident war schon richtig. Bei der Gründung präsentierte Maaßen voller Elan seine Vision für die Zukunft. Wir wollen anknüpfen an die Bonner Republik. Einer CDU von Helmut Kohl. Wir wollen einfach zurück in die Zukunft. Ernsthaft? Die Kohl-Ära als Zukunft? Damals war die Arbeitslosigkeit höher, der Spitzensteuersatz höher, sogar die Stimmen waren höher. Warum wollen diese Herren unbedingt wieder in die 80er? Fragen wir doch mal Michael Kur, Beisitzer im Vorstand der neuen Werteunion. Ja, 1982, als ich angefangen habe als Türsteher, war die Welt für uns eigentlich noch in Ordnung. Ja? Wir hatten ab und zu mal Probleme mit, ja, die Türken waren damals schon ein bisschen frech, Araber sehr unauffällig, ja, betrunkene Deutsche und ja, das war es dann eigentlich schon. Ja, so war das. Freche Türken, unauffällige Araber und betrunkene Deutsche. Mehr gab's nicht. Er muss es wissen, er hat eine Security-Firma, war mal Kickbox-Weltmeister und ist auch sonst ein entspannter Typ. Hallo Deutschland, mein Name ist Michael Kur. Ja, ich liebe mein Deutschland, unser Deutschland. Ja. Und ich schäme mich aktuell abgrundtief für diese Ampelregierung. Ich sehe schwarz für Deutschland mit diesen Verräterpolitikern. Ganz deiner Meinung. Ganz deiner Meinung. Auf dem Beifahrersitz saß wohl der Wendler. Die Werteunion beherrscht das ABC der Rechtspopulisten aus dem SS, dem FF. Umvolkung, Klimadiktatur, Goldstücke, Wokismus, Genderwahn, Abschaffung des Staatsfunk, alles dabei. Sogar der Endgegner, die Regenbogenflagge. Wer also eine derartige Regenbogenflagge, ob im Büro oder außerhalb des Büros hisst, bekennt sich jedenfalls zu einer politischen Ideologie und ist damit jedenfalls auch im Konflikt mit den Grundwerten unserer Verfassung. Er hat ja recht, das offene Bekenntnis zur Homosexualität widerspricht unserer Verfassung. Also nicht der aktuellen, aber der von 1935. Bei der Werteunion steht natürlich die klassische Familie im Mittelpunkt. Und die Frage, darf man seine Kinder überhaupt noch selber erziehen? Wenn wir sie noch selber erziehen dürfen und nicht in irgendwelchen ökosozialistischen Kindererziehungseinrichtungen abgeben müssen. Ökosozialistische Zwangserziehungseinrichtungen? Viele fragen sich jetzt, wo sollen die sein? Und vor allem, haben die noch Plätze frei? Anders als die CDU ist die Werteunion gegen Brandmauern jeder Art. Maaßen hat keine Berührungsängste und findet an allen Parteien was zu meckern. Und bei der AfD nehme ich auch wahr, dass dies in Teilen eigentlich eine linke Partei ist. Klar glaubt er, dass die AfD links ist, weil sonst würde sie ja nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Mein Fazit, wenn alle alten Männer mit Wackeldackel und Klopapierrolle auf der Hutablage die Werteunion wählen, steht der Reise in die Vergangenheit nichts mehr im Weg. Oder sehen Sie noch irgendein Problem, Herr Maaßen? Das Problem ist nämlich der Weg dorthin. Wie kommt man ins Kanzleramt? Okay. Wer zu doof ist, auf Google Maps das Kanzleramt zu finden, sollte lieber weiter auf einem Ausflugsdampfer von Helmut Kohl träumen. Tschüss. Hallo YouTube. Unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Er deutet nach unten in die Infobox. Neben mir gibt es weitere interessante Videos, Verlinkungen, vielen Dank.